Dann soll es doch hier nochmal weitergehen. Und was ich jetzt allerdings auch nochmal schauen wollte, genau, wir könnten. Aber wir sind schon Meister des Lernens zum Beispiel, okay. Gut, du könntest noch Großmeister des Geistes werden. Da müssten wir aber nochmal in den Murmelwald. Und wir könnten natürlich. Ja, nochmal ein Level abkriegen. Ah, das ist jetzt, denke ich, erstmal nicht so wichtig. Wir gehen jetzt erstmal nach diesen. Rabenbucht hier und schauen uns das nochmal an, was jetzt passiert. Okay, also wir sind also nicht von Piraten überfallen worden. Auch gut. Das heißt, bevor wir das abgeben. Ich weiß noch mal ein bisschen Nagerhäute verkaufen. Irgendwo war doch hier diese komische Gilde gewesen. Gilde des Sicher, Schwerts. wir führen auch Zaubersprüche. Schutz vor Magie, ich denke, das haben wir schon. Versklaven. Gerade das brauchen wir natürlich nicht. Also Körper wäre natürlich schön gewesen. Also Auferstehung sollten wir uns auf jeden Fall mal geben. Tote auferwecken haben wir, denke ich. Und Seelengeißel hat er, denke ich, vor uns gelernt. Geteiltes Leben haben wir auf jeden Fall auch schon. Davon brauchen wir mehr. Ja, hat er tatsächlich jetzt alles erlernt. Das denke ich, Tote erwecken, ja, genau, und Auferstehung. Ja, wie schon gesagt, ich denke, der beste Körperspruch ist noch einer, der dann noch eine bessere Heilung macht. Aber ja, den müsste man dann halt erstmal haben. Und wo war das mit dem Turnier? Ich denke, das war irgendwo hier hinten gewesen. Kann man auf jeden Fall nochmal einen Main Save machen, sind ja sicher hier. Und nochmal einen Charakter gefunden. Seid beglückwünscht, ihr seid der Alchemage-Meister. Euer Preis wartet in der Truhe direkt vor meinem Haus. Ach, darum konnte man die nie aufmachen. Okay. Okay, ein paar Goldstückchen. Was ist das? Die passen. Glomental. Oh, ist doch gar nicht mal so schlecht hier. Ich meine, 3D3 ist natürlich nicht so schön wie hier 3D4 plus 14. Allerdings plus 40 Stärke und nochmal schwarze Magieschaden. Wie viel macht das denn? Das müsste eigentlich trotzdem besser sein als das, oder? Hier sollte es auch mal hin tun. Das hier macht weniger Schaden, gibt mehr zu Hit. Also mit dem ist auf jeden Fall besser. Dann machen wir es aber also rum. Also, na gut, das zu Hit kommt natürlich auch dadurch, dass der 7 Level auf Waffenmeister gibt. D3 plus 12, was hat das hier? 2D4 plus 13. Das ist vielleicht sogar besser für dich. Na gut,
Der Schaden geht trotzdem nicht mit hoch, weil da die Keule wahrscheinlich immer zu viel Schaden macht. Ach, plus 40 Ausdauer, plus 40 Glück. Ach, das gibt trotzdem mehr hier dazu. Ja, dann nimm auf jeden Fall das. Man kann das alte Ding hier mal weg. Gut, also das war aus irgendeinem Grund gar nicht mehr im Questlog drin gewesen. Vielleicht geht das sofort raus, sobald man es erledigt hat, aber war ja noch nicht hier gewesen. Na gut, auf jeden Fall nochmal Erfahrungspunkte bekommen. Na, die kann jetzt schon 3 Level aufsteigen hier. Aber wir wollen natürlich auch nochmal in die Händlergilde. Mal schauen, was die uns jetzt erzählen. Weil irgendwann werden wir ja bestimmt nochmal in diese Elementarebenen rein müssen. Dann könnten wir wenigstens auch Großmeister der Elemente da mal werden. Ihr habt bei der Zerstörung der regnanischen Flotte ganze Arbeit geleistet und die Auswirkungen sind bereits zu spüren. Gerade gestern Morgen sind Catherine und Roland Ironfist zusammen mit ihrem Seher Xanthor angekommen. Mit ihnen in unserem Bund wird unsere Allianz um vieles stärker, unermesslich stärker. Ich muss zugeben, dass diese Krisenzeit für mich sehr anstrengend war und einige meiner schlimmsten Momente mit sich brachten. Dank euren Anstrengungen, glaube ich, liegt jedoch jetzt das Schlimmste hinter uns. Ich hege die Hoffnung, dass wir diese Krise überleben werden. Xanthor. Er versucht den Kristall auf dem Marktplatz, okay. Okay, das Lager. Unten ist ein kleiner, haben wir ein kleines Lager. Also, das können wir ja. Da haben wir gefördert. Ironfist. Also, ja, Aufgabe hier drücken. Die Mitglieder des Rates haben viel Vertrauen zu diesem Xanthor. Er hat mir erzählt, dass er an einem Plan arbeitet, um diese Krise zu überwinden. Wenn es jemanden gibt, der eine Lösung für dieses Problem findet, dann ist es Xanthor. Wenn ihr uns helfen wollt, dann steht diesen mächtigen Seher zu Diensten. Beratet euch mit ihm über den Kristall. Ja, befragt den Hofweisen der Ironfists Xanthor. Und der ist wohl jetzt direkt bei dem Kristall? Also, so ungefähr haben sie es ja zumindest gerade behauptet. Oder ist er schon reingegangen? Ich dachte, rein ging es nicht. Verschlossen! Verschlossen! Ich möchte mit euch reden. Ich möchte mit euch reden. Ne, Bauer macht keinen Sinn. Er sagte doch, er ist runter zum Kristall gegangen. Hier runter. Es sieht nicht so aus. Ja, was ist das denn hier? Da waren wir bestimmt auch schon, oder? Ja, offensichtlich waren wir da schon mal. Mal schauen, ob der jetzt mit hier drin ist auf einmal. Ja, aber wo ist er denn?
sind nur normale Dunkelelfen. Ist er hier im Nebengebäude? Er hat zumindest jede Menge Bücher. Aber helfen wir uns das auch nicht. Dunkelelf, Wache, Dunkelelf, Wache. Da, da, da. Ich meine, es gab ein, zwei Gebäude hier nebenan, die immer leer waren. Ist aber hier im Gasthaus? Naja. Ah, er ist in der Herberge. Okay, die war, denke ich, vorher immer leer, wenn man reingegangen ist. Ihr seid also die Helden der Allianz. Nicht besonders beeindruckend, muss ich sagen. Aber ich nehme an, ihr habt viel geleistet, um diesen Tag überhaupt zu erleben. Ich hoffe nur, ihr seid der Aufgabe gewachsen, welche das Schicksal meiner Meinung nach für euch bereithält. Denn wenn nicht, sind wir alle verloren. Der Kristall, der vom Vernichter auf dem Dorfplatz platziert wurde, hat zweierlei Funktionen. Zum einen wird er die Welt zerstören, wenn wir nichts unternehmen. Zum anderen ist er das Portal zu einer anderen Ebene der Existenz, der Ebene zwischen den Ebenen, wo sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Vernichter befindet. Der Kristall ruft die elementaren Kräfte unserer Welt und zieht sie in sich hinein. Wenn diese Kräfte hier am Kristall zusammengekommen sind, was? Wenn diese Kräfte hier an den zusammenkommen, wird die Welt vermutlich in einer großen Katastrophe zerstört. Wenn wir dies verhindern wollen, muss einer den Kristall als Portal dazu verwenden, zum Vernichter zu gelangen und ihn entweder davon überzeugen, diesen Angriff zu beenden oder ihn eliminieren. Was ist denn dann die Aufgabe? Da der Kristall im Einklang mit den Kräften der Elemente steht, kann nur derjenige passieren, der ebenfalls im Einklang mit diesen Kräften ist. Ich denke, es ist möglich, einen Schlüssel zu erstellen, der diesen Einklang für eine kleine Gruppe, so wie eure, simulieren kann. Ich kann diesen Schlüssel herstellen, benötige aber Komponenten von reiner elementarer Kraft, um dies zu bewerkstelligen. Solche Komponenten existieren, soweit ich informiert bin, nur in einer Form. Auf jeder der vier elementaren Ebenen findet ihr Edelsteine, die elementare Herzen genannt werden. Okay, bringt diese zu mir und ich fertige den Schlüssel, um den Kristall zu öffnen. Okay. Etwas an dem Kristall scheint einen unheimlichen Zwang auf die Bewohner der Ebenen der Elemente auszuüben. Warum sollten sie sonst auf unserer Ebene Krieg führen? Ich habe entsprechende Berichte von euch und anderen gehört. Es scheint fast, als ob diese Elemente von Wahnsinn getrieben werden. Und es ist Wahnsinn, denn die Zerstörung Enroths würde ein Ungleichgewicht erzeugen, welche auch die Ebenen, auch diese Ebenen schwer treffen würde. Sie würden vielleicht sogar sich selbst in diesem Sturm der Elemente zerstören. Zumindest riskieren sie, die Natur ihrer eigenen Ebene zu zerstören. Ich begreife nicht, wie eine solche Veränderung gut sein kann. Ja, also auf jeden Fall müssen wir jetzt in alle Ebenen rein. Das haben wir uns ja auch schon fast so gedacht. Oh, wir können schon bis Stufe 50 aufsteigen. Na gut, dann machen wir das doch mal. Ich denke, das ist ja das, wo man am weitesten trainieren kann, wahrscheinlich in Schattensumpf. Also gehen wir mal hier hin.
Wir können euch auch sehr cool, sehr cool. Sehr cool. Da könnt ihr dann als nächstes auf Level 62. Sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Naja, schon fast 1000 HP hier. Doch ein bisschen mehr als er. Hm? Genau, 124 Ausdauer. Skillpunkte, hey. Da könnte man fast noch ein bisschen Bodybuilding erhöhen eigentlich. Ja, dann sind wir über 1000, genau. Für dich ist Waffenmeister immer noch eigentlich das Beste. Ja, dabei bleiben wir. Ja, du könntest Dunkelelfmeister werden. So wichtig ist mir das jetzt auch nicht. Hier kannst halt leider nur Experte sein. Du könntest mal Meister der Wahrnehmung lernen. Müssen wir sogar nochmal nachschauen, wo das war. Ansonsten wirst du halt nochmal stärker mit dem Bogen. Gegenstand identifizieren brauchst du auch nicht mehr. Fallen entschärfen ist einfach schon Stufe 18, denke ich mal, gut genug. Lernen wird jetzt nicht mehr viel bringen. Du hast halt... Also du kannst Experte der Meditation werden. Also so viel zauberst du halt nicht, aber ja, auf Level 4 geht's ja. So. Und nochmal Waffenmeister. So. Du bist Meditationsmeister, das ist gut. Schildmeister, Kette, Experte. Also ja, du kannst Keulemeister werden, okay. Ja, und wahrscheinlich ist Meditation dann einfach das Bessere. Ja, mach nochmal Licht Level 11 und ab davon wirst du wahrscheinlich nur noch Meditation machen, so ähnlich wie er jetzt hier. Stabmeister wird uns nichts bringen. Und Lernen reicht einfach aus. So. Einfach mehr Zauberpunkte. Ich denke, das wird dich am besten. Nun gut. Einmal trainiert hier. Also du wolltest was noch werden? Meister der Wahrnehmung. Und du Großmeister des Geistes. Mal kurz schauen. Körper. Großmeister des Geistes lebt auch im Wurmwald. Das haben wir uns schon gedacht. Meister der Wahrnehmung. In der Stadt der ewigen Dämmerung. Haben wir nicht sowas schon mal gesehen? Ich denke, das ist diese Stadt hier. Naja, schau an. Meister der Wahrnehmung. Steel Eyes, genau. Zack. Das heißt, wir gehen mal wieder am schnellsten zum Murmelwald, wahrscheinlich von Alva aus.
Da werden wir halt mal noch Großmeister für ihn hier. Ja, und dann, wie erwartet, auf diese Elementarebenen. Das ist dann halt tatsächlich relativ spät, weil man ja, diese Großmeister von den Elementarebenen da lernen kann. Ich meine, gut, man hätte vielleicht jetzt schon eher reingehen können. Ich weiß halt nicht, wie das da funktioniert. Ob es da dann am Ende einfach wieder wie so eine Tür gibt, wo man da reinschaut und da ist dann irgendwie der mächtige Meister des irgendwas. Eine Büchersammlung, angefüllt mit Wissen um die magischen Künste. Göttliche Intervention. Natürlich habt ihr wieder nicht... Ich habe wieder nicht die Stunde der Kraft. Es kostet 39, also 50.000 Original wollen sie dafür haben. Also ich sage ja, die Lichtzauber und so weiter sind echt extrem teuer. Solarstrahl. Ja, brauchen wir aber eigentlich nicht. Ja, göttliche Intervention. Ja, komm. Davon brauchen wir mehr. Das kann sicherlich mal nicht ganz schlecht sein, alle voll zu heilen. Auch wenn er dafür 10 Jahre älter wird, aber gut. Ich weiß auch nicht, ob es hier irgendwas gibt, mit dem man dann dieses temporäre Alter wieder aufheben kann. Wahrscheinlich, aber wie genau das funktioniert. Ich meine, anders als bei den früheren Might and Magic-Teilen sterben die Charaktere wahrscheinlich nicht mehr einfach, wenn sie über 50 werden oder so. Ach so, Moment, wir wollen ja diesen Großmeister hier. Das ist eine Schenke. Okay, bist Großmeister des Geistes. Hast du jetzt noch irgend so ein Ding? Nö. Ja, also Ebene der Luft zum Beispiel. Welche Ebene macht man denn jetzt zuerst? Die erste, auf die wir im Spiel getreten sind, war die in Rust. Wo es ja leider auch wieder nichts. Hier kann man sich auch nicht hin teleportieren. Nach Balthasars Zuflucht geht's. Wo war die andere? Waren doch vier. Ach, an der Dolchwundeninsel war eine. Ja. Auch gleich nach Schattensumpf gehen. Na gut. So, hier irgendwo war doch noch die Bank. Ich denke mal, Geld müssen wir da nicht wirklich mitnehmen. Wie kann ich euch helfen?
Ist wahrscheinlich auch egal, wenn wir 400.000 schon eingelagert haben, aber naja. Fliegen wir nochmal davon. Einer weniger. Eigentlich schon mal hier. Ach, die sind ja auch wieder gefüllt. Naja. Jetzt denke ich nichts mehr wirklich Sinnvolles hier drin. Armes Ding. Langsam Ruhe hier. Können wir mal Schutz vor Magie noch zaubern? Ding. So. Jetzt aber mal hier rein. Weil ich weiß, dass wir ja schon mal ganz kurz reingeschaut hatten und ich denke, da waren ja diese Feuerelementare. Aber mittlerweile könnte man da vielleicht sogar eine Chance gegen die haben. Mal diesen Wasserzauber. Diese Kreatur ist mir nicht bekannt. Salamander. Wer weiß. Ich erkenne es nicht wieder.
achten auf jeden Fall ein bisschen anders hier drauf, die Freunde. Na, mal sehen, wie sich das hier ausgeht. Na gut, vor denen haben wir keine Angst. Armes Ding. Du könntest eigentlich mal. Ich weiß nicht, wie viel es denn hier wirklich diese Felsenattacke macht. Ah, okay, ja, jetzt haben wir es wieder geleert. Gut. Soweit erstmal ganz gut. Machen wir mal Attempt 2 hier. So leicht. Dann gehen wir erstmal hier lang. Feuerkette verlassen. Heißt es, es geht da tiefer rein? Ja, lass mal erstmal. Gehen wir erstmal hier lang. Halt hier. Ich erkenne es nicht wieder. Salamander. Ist mir unbekannt. Feuergecko. Okay, also dann sind die Salamander wahrscheinlich sogar die stärkeren. Oh, das ist mal wieder so eine berüchtigte Falle. Jetzt ist das Ding weg. Fragezeichen. Wer weiß? Eine Krone. Ist mir unbekannt. Und ein Speer. Du hast doch sehr viel Wahrnehmung, hast du daran getroffen. Kommst du daran? Okay. Wie passen? Intellekt plus 50. Der dunkle Magie-Lich. Wie passen? Seelenschlechter. Vampirfluch. Macht plus 50, Glück minus 40. Schäbig. Noch eine schlechte Rüstung. Ein D9 plus 13, 3D6 plus 13 ist auf jeden Fall wesentlich mehr hier. Dann können wir mal schauen, wie sich das hier ausmacht. Nö, der ist besser. So, weg damit. Was hast du denn für ein Hütchen auf? 7 Zauberpunkte. Nicht genug Platz!
Lohnt sich nicht, denke ich mal. Was macht das sonst noch? Der dunklen Magie. Keine Ahnung, was der dunklen Magie bedeutet. Na gut, wir könnten höchstens mal schauen. Nicht genug Platz! Ah, 5 Level dunkle Magie. Na gut, das lohnt sich dann natürlich schon. Dann könnte ich auch Schrapnell oder sowas mal zaubern. Zumal es ja mehr auf Großmeister jetzt auch noch mehr Splitter sind. Dann gibt Folge macht nicht immer dasselbe. Exzellent! Na gut, dann geht's ja wohl erstmal weiter. Ah. Wer greift uns denn an? Sehen wir nicht. Noch ein paar Feuergucksen. Das ist nur nicht so schlimm. Achso, hätten wir nicht einfach darüber fliegen können mittlerweile? Wahrscheinlich nicht. So, stimmt. Ja, wir waren ja noch gar nicht bei dem Feuerportal gewesen. Das ist ja die Besonderheit hier. Wo ist jetzt eigentlich dieser letzte? Hier drüben irgendwo, ne? Jetzt sind wir doch erst bei der Ebene des Feuers. Niederes Feuerelementar. Es sind ja wenige. Wir sind jetzt bestimmt drinnen, oder? Woher soll ich das wissen? Kannst du hier drin zum Beispiel Prismenfeuer zaubern? Nein. Kann nicht im Freien, also sind wir noch im Freien. Okay. Das heißt, wir könnten... Ich erkenne es nicht wieder. Da müsste es ja näher dran sein, dass es Sinn macht, wahrscheinlich. Ich erkenne es nicht wieder. Ich erkenne es nicht wieder. Wen haben wir denn da sonst getroffen? Ich erkenne es nicht wieder. Das könnte ein bisschen haarig werden hier. Ich erkenne es nicht wieder. Hat natürlich ein HP übrig. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ist mir unbekannt. Das sind noch die niederen Feuerelementare. Großartig. Ist mir unbekannt. Ist mir unbekannt. Also, das ist ein normales. Und die casten alle Feuerball oder irgend sowas, ne?
Das sieht schon ziemlich verrückt aus hier. Ja, vor allen Dingen, dass die Begrüßung halt gleich so hart ist. Wer weiß. Meine, so ein paar von denen kannst du schon niederhauen, aber hier, was ist denn da drüben? Oh, das ist ein... Ein leeres Haus. Okay, und in irgendeinem dieser Häuser wird dann halt wahrscheinlich auch dieser Kerl sein, wo man dann halt was lernen kann. So diesen Meister des Feuers, würde ich jetzt einfach mal denken. Also wir haben jetzt schon unsere Elementarresistenzen hier hochbekommen. Eigentlich teilweise schon recht gut, da nimmt immer noch ganz schön Schaden von diesen Feuerbällen und ähnliches. Ja, da müssen wir uns vielleicht nochmal überlegen. Ich weiß nicht, ob es in anderen Ebenen besser aussieht als in der hier. Müsste man sich halt mal ansehen. Na gut, aber auf jeden Fall würde ich sagen, haben wir heute erstmal wieder einiges geschafft. Die Insel Regner ist, denke ich, soweit erstmal abgeschlossen. Die Piraten haben wir alle versenkt und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das vielleicht morgen nochmal an. Entweder überlegen wir uns hier was, dass wir da, es scheint ja offiziell noch im Freien zu sein, also vielleicht können wir da irgendwie in der Ecke fliegen, wo erstmal nicht so viele Gegner sind und uns da erstmal langsam vorarbeiten oder sowas. Müssen wir uns halt mal ansehen, dass wir da nach und nach die Gegner ein bisschen wegnimmt. Ich meine, man könnte auch versuchen, dass man irgendwie nur durchfliegt und sich diesen komischen Gegenstand am Ende holt. Weiß nicht, ob das funktioniert, ob man sich vielleicht raus teleportieren kann. Aber gut, das würde ich sagen, schauen wir uns aber morgen auf jeden Fall dann mal an. Also da erstmal soweit. Bis dann.